alle seid dabei. Heute ist der letzte Kampf einer wirklich gut verlaufenden ersten Bundesliga, die mächtig viel Spaß gemacht hat und auch sportlich von hoher Qualität war. Wir begrüßen heute hier im Ring in Velbert-Biert den Nordhäuser SV als unseren Gast. An der Spitze Mannschaftsleiter Michael Döring sowie Cheftrainer Konrad Werner. Die Velberter Staffel wird gecoacht von Henny van Bemmel, unserem Cheftrainer. Die Ausgangslage ist klar. In Nordhausen hat der VBC mit 10:13 verloren. Heute geht es hier um alles oder nichts. Aber auch der Vizemeister ist schön, egal welche der Mannschaften den hinterher innehat. Wir begrüßen und damit sehen wir, dass der DBV auch die Bundesliga sehr ernst nimmt, den Cheftrainer Valentin Szilágyi. Wir begrüßen den Cheftrainer der Jugend, den Sportkameraden Hansi Birka und viele weitere Ehrengäste und Gäste, aber da kommen wir noch später zu. Jetzt möchte ich Ihnen erst einmal die Protagonisten des heutigen Abends vorstellen. Also, es geht los mit zwei Einlagekämpfen, die stelle ich Ihnen später vor. Dann geht es in den Wertungskämpfen. Bantamgewicht 56 Kilogramm. Super Castriot NSV. Dennis. Für den NSV Sebastian Günther. Und für den Velberter Posten Arthur Böhm. Im Halbweltergewicht 64 Kilogramm. Für den NSV Alex Fetzki. VPC Eugen Buch. Weltergewicht, Klasse 69 Kilogramm. Für den Nordhäuser SV Balázs Backstein. Und für den Velberter Boxclub Alexander. Klasse bis 75 Kilogramm Mittelgewicht. Für den NSV Cech Pascali. Und für den VBC Peter. Im Halbschwergewicht 81 Kilogramm. Für den Nordhäuser SV Yasin Bazar. Und für den VBC Konstantin. Kampf im Schwergewicht 91 Kilogramm. Für den NSV Johann Witt. Und für den VBC Stefan Sittor. Dann
die Königsklasse über 91 Kilogramm, das super Schwergewicht für NSV Afdi Aslani. Und für die Verwalter und Boxclub tollen Boxsportabend und möge der Bessere gewinnen und bitte beide Mannschaften um ihren Sport los. Weiter so schreit, ist er bald genauso heiser wie ich. So, liebe Sportfreunde, Sie haben es vielleicht gesehen, heute Abend werden also einige Filmchen von den Boxkämpfen gedreht. Diese sind im Internet bei youtube.com unter Boxmeisterverein zu sehen. Boxmeisterverein. Und wir sagen Dankeschön.